Auch heute gibt es natürlich wieder Spekulationen. Wer könnte wohin gehen? Eine erste Bestandsaufnahme gibt es wohl bei Bayer Leverkusen. Da soll man sich der Gerüchteküche nach mit Lucas Alario beschäftigen, dem Mittelstürmer von River Plate. Ein 24-jähriger, hochveranlagter Argentinier, der auf der vakanten Mittelstürmerposition von Bayer Leverkusen natürlich gut passen würde. Er traf in der Primera Division in Argentinien in 27 Spielen 12 Mal, auch in der Königsklasse der Copa Libertadores war er in 8 Spielen 3 Mal erfolgreich. Das könnte also was werden. 25% von euch glauben, dass dieser Wechsel zustande kommt.